SR1-Europa Vernissage, Fragen an den Autor. Heute Hans-Peter Dürr zu seinem Buch Das Netz des Physikers, naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wissenschaft ist schon lange zur Machenschaft geworden. Es geht nicht nur um reines Wissen, sondern auch um Machen und Handeln. Dadurch tragen Naturwissenschaftler eine große Verantwortung, am deutlichsten vielleicht bei Atomkraft oder Genforschung, aber auch viel unspektakulärer, zum Beispiel bei der Erforschung von Konservierungsstoffen oder Reinigungsmitteln. Welche Charaktereigenschaften sind da heute von einem Wissenschaftler zu fordern? Gibt es noch Interesse an reinem Wissen? Wozu brauchen wir Philosophen? Muss Wissenschaft nicht zunächst Probleme lösen, vor allem die, die sie selbst heraufbeschworen hat? Unser heutiger Gesprächspartner Hans-Peter Dürr wurde 1929 in Stuttgart geboren. Er studierte Physik in Stuttgart und ging dann nach seinem Diplom nach Berkeley in Kalifornien, wo er auch seinen Doktor machte. Hans-Peter Dürr war dann wissenschaftlicher Assistent in Berkeley, außerdem am Max-Planck-Institut für Physik in Göttingen und später in München bei Professor Werner Heisenberg. Nach seiner Habilitation war er Gastprofessor in Berkeley und in Indien, ging 1970 zum Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik nach München, wo er heute Direktor des Werner-Heisenberg-Instituts ist. 1987 wurde Professor Dürr mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Wir sprechen heute mit Hans-Peter Dürr zu seinem Buch »Das Netz des Physikers – Naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung«. Das Buch ist erschienen bei Hansa und kostet 48 Mark. Mit Professor Dürr spricht jetzt Heinrich Kalbfuß. Ja, und ich füge den Fragen von Jürgen Albers noch einige hinzu, die aus der Einleitung Ihres Buches kommen, Herr Professor Dürr. Da schreiben Sie und fragen Sie, wird Wissenschaft nicht schon lange mehr von persönlichem Ehrgeiz, von Eitelkeit und Erfolgssucht geprägt und damit zu einem angepassten Glied in einer Wettbewerbsgesellschaft, in der das Überholen und Übertrumpfen des anderen zum wichtigsten Ziel geworden ist? Wer findet unter diesen Umständen noch Zeit, wirklich tief und gründlich das zu verstehen, was er tut? Und Sie fügen hinzu, ich war von meiner Wissenschaft fasziniert und absorbiert. Und doch wurde ich dann Stück um Stück ins politische Leben hineingezogen, obgleich ich es nicht suchte. Also mich überrascht eigentlich nicht, dass ein Physiker fast unversehens ins Philosophische und ins Politische gerät. Mich wundert, dass das nicht noch viel häufiger, entschiedener und auch lautstärker geschieht. Was meinen Sie? Das überrascht mich auch. Aber der Grund liegt wohl daran, dass man von einem Wissenschaftler in der Öffentlichkeit verlangt, dass er nur über Dinge spricht, von der er genaue Kenntnis hat. Die Probleme aber, die die Gesellschaft an uns heranträgt, sind nicht von dieser Art. Die Probleme sind viel komplizierter. Und da hat es ein Wissenschaftler deshalb einfach, sich aus der Affäre zu ziehen, dass er einfach sagt, darüber kann ich mit meinen speziellen Kenntnissen nicht sehr viel beitragen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir Wissenschaftler diese Schwelle überspringen müssen. Und nicht aus einem Gefühl der Überheblichkeit heraus, dass wir nun sagen, wir wissen in der Tat viel besser Bescheid als die anderen, hier Lösungen anzubieten, sondern mehr, dass wir ja als Wissenschaftler auch geschult sind, auf eine bestimmte Art und Weise Probleme anzugehen. Nicht, wir scheuen uns noch nicht, sehr schwierige Probleme anzugehen und wir springen herein und haben nicht so große Angst, auch Fehler zu machen. Wir müssen nur sehr aufmerksam sein, dass wir, wenn wir etwas klarer sehen, dann auch unseren Kurs abändern. Und aus diesem Grunde finde ich, dass Naturwissenschaftler und Wissenschaftler im Allgemeinen sich in den öffentlichen Dialog der Problemlösung einmischen sollten. Und das haben Sie auch schon getan, und zwar schon vor mehr als 30 Jahren. Ich denke an das Jahr 1957, als 18 bekannte Atomforscher der Bundesrepublik in Göttingen mit einer Erklärung gegen die atomare Bewaffnung der Bundesrepublik aufgestanden sind, darunter Max Born, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker. Damals war ich noch nicht dabei, da war ich immer noch in Amerika, aber ich fand es doch auch eine interessante Tatsache, dass in Deutschland Wissenschaftler auf einmal auch sehen, dass sie gesellschaftspolitische Verantwortung tragen. Das war in der Tat ein Novum und es war ein ganz bedeutsames, die Angst, dass hier auch in Deutschland Atomwaffen verwendet werden und die Bundeswehr damit ausgerüstet würde, war ein geeigneter Anlass, das zu tun. Das gab es ja auch in den 80er Jahren. Sie erwähnen den Mainzer Friedenskongress der Naturwissenschaftler, den Göttinger Kongress zur Weltraummilitarisierung 1984. Und in Mainz gab es einen Kongress über chemisch-biologische Waffen. Ja, bloß
Ich weiß nicht, wie weit die Öffentlichkeit davon überhaupt Kenntnis nimmt und was solche Kongresse bewegen. Ja, wir waren eigentlich immer überrascht, wie wenig die Öffentlichkeit davon Notiz genommen hat. Das waren wirklich ganz neuartige Dinge, insbesondere in Deutschland, in Amerika und den demokratisch gefestigten Ländern ist das ja viel häufiger der Fall, dass auch Wissenschaftler sich in politische Diskussionen einmischen. Aber bei uns war es doch ein Novum. Aber es lag eben auch daran, dass wir noch nicht die voll entwickelte politische Kultur haben. Für uns bedeutet ja Kritik nicht, dass wir dem anderen, dem Staat hier eins auswischen wollen, dass wir ihm zeigen wollen, er macht Fehler, sondern Kritik soll bedeuten, dass wir hier helfen wollen, bessere Lösungen zu finden, so wie wir das im wissenschaftlichen Bereich auch praktizieren. Im wissenschaftlichen Bereich ist ja der Kritiker, ist der Hauptpartner auf der Suche nach den richtigen Lösungen. Und wir würden immer begrüßen, dass auch der Staat seine Kritiker viel ernster nimmt. Nicht als Querulanten, sondern als Helfer auf dem Weg zu besseren Lösungen. Ich habe gestern Abend, Herr Professor Dürr, noch nachgelesen in den beiden Briefen, die aus dem Jahr 1932 stammen. Der eine kommt von Albert Einstein und der Antwortbrief kommt von Sigmund Freud. Und da ging es um Fragen, die eigentlich auch in Ihrem Buch höchst aktuell behandelt werden, nämlich, wie weit sind wir als Wissenschaftler, der eine als Physiker, der andere als Psychologe, eigentlich kompetent? Wie weit sind wir verantwortlich für das, was wir herausgefunden haben? Ist das nicht im Grunde eine Sache der Politiker? Beide beantworten allerdings die Frage negativ und sagen, nein, auch wir haben eine Verantwortung, auch wir müssen mahnen. Also ich sehe keine Verantwortung im rechtlichen Sinne. Wenn wir als Wissenschaftler arbeiten, können wir selbstverständlich nicht vorhersehen, was aus unseren Entdeckungen kommt. Die Antriebe, die wir dabei haben, die liegen vielleicht in der Erkenntnis oder unser Wissen zu bereichern. Aber ich glaube, wir dürfen heute nicht mehr die Augen davor verschließen, dass das, was wir tun, dann auch wirklich Anwendungen im sehr negativen Sinne haben. Und es muss uns bewusst sein, wenn wir das tun, dass es solche Auswirkungen gibt. Ich stehe selber nicht auf dem Standpunkt, dass also ein nach Wissen und Erkenntnis ringender Wissenschaftler nun direkt schädliche Konsequenzen hat. Also ein Otto Hahn, der Transurane eigentlich erzeugen wollte, der also eine Erkenntnis oder ein Wissen, nämlich die Herstellung von Transuran, beweisen wollte. Es war ja nicht so, der dann dabei die Atomspaltung entdeckte. Der ist ja nicht in die Situation gekommen, dass er nun plötzlich neben seinem Experimentiertisch eine Atombombe stehen hatte, sondern die Atombombe war eine neue extra Anstrengung von vielen Tausenden und Zehntausenden von Physikern, wirklich zu dem Ziel, diese Bombe herzustellen. Das heißt also, hier war das Ziel, nicht neue Erkenntnis zu gewinnen, sondern wirklich diese Bombe zu bauen. Aber wenn es schon keine rechtliche Verantwortung gibt, und da stimme ich Ihnen natürlich zu, so gibt es doch eine moralische Verantwortung, denke ich. Ja, also ich merke das einfach auch an mir selber, dass wir diese Atombomben haben, bedrückt mich auf ungeheure Art und Weise. Wenn ich in der Universität Vorlesungen über Quantenmechanik halte, eigentlich ein hochinteressantes Gebiet, das unser Wissen um die Welt sehr viel weitergebracht hat, dass mich die Angst oder die Sorge beschleicht, dass ich hier wieder Leute ausbilde, die unter Umständen die Waffenbauer in 10 Jahren sein werden. Nicht diese Betroffenheit, die befällt uns alle und die führt uns dazu, auch darüber nachzudenken, wie wir die Menschheit dazu bringen kann, einen anderen Weg einzuschlagen, als die immer durch Kriege ihre Differenzen auszufechten. Nun haben Sie mal an Ihrer Universität, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in den Jahren 83, 84 eine Vortragsreise ins Leben gerufen und die hieß, vielleicht heißt sie es noch, Wissenschaft und Friedenssicherung. Und Sie erwähnen, dass Sie mehrfach bedrängt wurden, den Titel der Vortragsreihe zu verändern, denn der Begriff Frieden sei ja links besetzt. Also ich finde das als den Gipfel der Albernheit, aber vielleicht auch aufschlussreich für das, womit man vielleicht gar nicht rechnet, aber was unterschwellig da bei vielen Leuten in den Köpfen spukt. Ja, also das hat mich auch sehr bedrückt, aber in der Tat
wenn das Wort Frieden auftritt, dann verbinden die viele es einfach mit östlicher Agitation. Ich habe damals der Universität zur Antwort gegeben, gerade aus diesem Grunde möchte ich, dass wir an der Universität diesen Themenkreis behandeln, um auch eine andere Besetzung möglich zu machen. Weil der Frieden ist doch ein Ziel, das nicht nach Ost und West aufgespalten werden kann, sondern das ist unser gemeinsames Ziel. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Hans-Peter Dürr zu seinem Buch »Das Netz des Physikers« im Untertitel »Naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung«, ein Buch aus dem Hansa Verlag. Und hier der erste Anruf. Mit welchem Recht erwarten wir eigentlich von einem Menschen mit hoher Fachintelligenz auch ein hohes moralisches Verantwortungsbewusstsein? Ich glaube, die Erwartung ist nicht höher als bei irgendeinem anderen. Also ich würde sagen, diejenigen, die ein hohes Intelligenzniveau haben, die sind so moralisch und unmoralisch wie die anderen. Also ganz bestimmt ist es nicht so, dass wenn jemand intelligenter ist, dass man von ihm erwarten kann, dass er in Bezug auf moralische Schlüsse nun auch besser dran ist als die anderen. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, als ob es gerade umgekehrt ist, weil der Intellekt einem oft die Möglichkeit gibt, sich aus der Moral davon zu schleichen. 1938, Sie haben es schon erwähnt, wurde durch Otto Hahn die Uranspaltung, die Möglichkeit der Uranspaltung entdeckt. Und da gab es nun zwei Entwicklungswege. Der eine führte zur Atombombe, der andere zum Atomreaktor. Und in Ihrem Buch, einer der Hauptteile Ihres Buches ist dem Kapitel Energie vorbehalten. Und da gibt es die Leute, die sagen, ja, ohne Kernenergie kommen wir nicht mehr zurecht, denn die natürlichen Ressourcen sind bald erschöpft, bald, das heißt in absehbarer Zeit. Und die anderen sagen, nein, die Folgen dieser Produktion von Energie durch Kernspaltung sind viel zu gefährlich und unabsehbar und deswegen geht das eigentlich nicht. Wir sind dafür, möglichst schnell auszusteigen. Beides sind so Extrempositionen. Wie ist nun Ihre Meinung dazu? Als ich 1975 in diese Energiedebatte hereingezogen wurde, da war ich mir ganz unklar darüber, wie ich in diesem Punkt Stellung nehmen sollte. Auf der einen Seite war mir klar, dass die Kernenergie große Gefahren birgt und insbesondere solche Gefahren, die eigentlich zukünftige Generationen betreffen, nicht mich persönlich. Auf der anderen Seite hatte ich einfach den Eindruck, wir stehen in Bezug auf langfristige Energieversorgung mit dem Rücken zur Wand. Es gibt außer der Kernenergie praktisch keine Alternative, weil ja die fossilen Energieträger, Kohle, Öl, Erdgas, in den nächsten 50 bis 100 Jahren, 200 Jahren erschöpft sein werden. Und was machen wir dann? Und das war für mich das große Dilemma. Ich habe damals auch gesagt, Leute, ich verstehe, dass ihr gegen Kernenergie seid, aber wenn ihr zu etwas Nein sagt, dann müsst ihr zu irgendetwas Ja sagen. Aber dann habe ich mich engagiert und habe nachgesehen, ob ich eigentlich damit recht habe, dass es zu Kernenergie keine Alternative gibt. Und dann habe ich festgestellt, es gibt Alternativen und jetzt ist für mich diese Frage praktisch erledigt. Wir müssen die Alternativen zur Kernenergie entwickeln und wir dürfen uns hier nicht in diese schlimme Fragestellung reindrängen lassen. Aber das Erste heißt doch mal, die erste Forderung heißt Energie sparen, denn durch intensive und überzeugende Sparmaßnahmen, die jeden Einzelnen von uns betreffen, nicht bloß die Industrie, auf die wir das abschieben, kann zumindest mal der Vorrat an fossilen Stoffen gestreckt werden. Ja, also wenn man von Energieeinsparung spricht, dann haben die meisten Leute sofort den Eindruck, dass es Verzicht bedeutet. Licht aus. Ja, Licht aus, nicht? Und ich verstehe da zunächst einmal darum, dass wir intelligenter mit der Energie umgehen. Wir stellen nämlich fest, dass wenn wir geeignete Vorrichtungen schaffen, dann können wir mit demselben Energieeinsatz das 3-, 4- bis 5-fache von dem an Energiedienstleistung, die für uns dann wichtig ist, erzeugen. Und das ist der erste Weg, nicht? Dass man also vernünftig mit der Energie umgehe. Peter Kafka hat hier immer ein Bild verwendet, das ich immer sehr zutreffend fand. Als die Kernenergie aufkam, dann sagte er immer, das ist ja so ähnlich, wie wenn ein Alkoholiker nun plötzlich in eine Schnaps
Schnapsfabrik einheiraten kann und dann glaubt, seine Probleme seien gelöst. Ja. Das Erste, was notwendig ist, dass wir den Menschen wieder nüchtern machen, dass wir ihm nur das geben, was er unbedingt braucht, ohne dabei seine Lebensqualität zu verschlechtern. Im Gegenteil, die soll besser werden. Und das ist sozusagen der erste Schritt, den wir einschlagen müssen. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir feststellen, dass die Sonnenenergie dann auch ausreichen wird, nicht nur für die nördlichen Länder, sondern auch für die dritte Welt. Wir kommen noch auf Einzelheiten zu sprechen. Zunächst ein weiterer Anruf, bitte. Weshalb kann sich der Physiker vor einem Missbrauch seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht schützen? Der Grund ist der folgende, dass die ganze Naturwissenschaft, die Wissenschaft im Allgemeinen, aufgesplittert ist in verschiedene Gruppierungen. Das sind die Leute, die über Grundlagen nachdenken und die sagen, ich möchte nur über neue Verfahren nachdenken, über neue Erkenntnisse nachdenken und so fort. Und ich werde dafür bezahlt. Was mit den Erkenntnissen passiert, ist nicht mein Bier. Er gibt diese Erkenntnis dann an irgendjemand weiter, der macht dann die angewandte Wissenschaft. Er versucht, diese Erkenntnisse nun zu verwenden in Bezug auf bestimmte Anwendungen. Und dann gibt es die dritte Kategorie, die sagt, aha, diese Anwendungen, die lassen sich jetzt auch dafür verwenden, etwa um Waffen zu bauen und so fort. Und eigentlich ist erst die dritte Phase diejenige, wo man ganz klar sieht, dass die Sache schief geht. Aber nicht einmal dort geht die Sache schief, weil nämlich die Leute, die ja in den Rüstungsbetrieben arbeiten, auch das Gefühl haben, sie tun etwas Gutes für ihren Staat, weil der Staat sagt, wir brauchen eine Verteidigung und so fort und schafft uns mal die geeigneten Waffen dazu her. Das heißt, das ist ein komplizierter Prozess. Das eindrucksvollste Beispiel ist ja SDI. Wir haben gerade in Nachrichten gehört vor unserer Sendung, dass der amerikanische Kongress also größte Zweifel hat, aber eigentlich nur angesichts der hohen Kosten. Sie handeln in Ihrem Buch ja auch von dieser strategischen Weltraumverteidigung, diesem fantastischen, um nicht zu sagen utopischen Projekt, das eben nicht nur wahnsinnig viel Geld kostet, sondern dessen Wirksamkeit schon jetzt eigentlich mit den heutigen Erkenntnissen in Frage steht. Ja, ich meine, wenn man über SDI spricht, dann reden die meisten Menschen über technische Verfahren, wie man so einen Schirm hinbekommt, nicht? Und die Schwierigkeit dabei ist, wenn man fragt, ist das machbar oder nicht machbar, ist die, dass man gar nicht weiß, wie eigentlich dieser Schirm beschaffen ist, nicht? Der Schirm, der ist nämlich nur dann gut, wenn man auch weiß, wie die andere Seite sich gegen diesen Schirm wehrt. Die eigentliche Schwierigkeit bei SDI ist also nicht die Frage, ob ich einen bestimmten Schirm schaffen kann, sondern ob dieser Schirm wirklich den Zweck erfüllt, für den ich ihn geschaffen habe. Das heißt, SDI ist nicht so ein Apollo-Mondlande-Projekt, nicht wo ich auf den Mond landen will, weil der Mond hat ja nicht zurückgeschossen. Aber bei einem Abwehrschirm muss ich ja auch immer darauf reagieren, wie der andere nun sich gegen diesen Schirm wieder wehrt. Und ich glaube, dieses Problem ist gar nicht zu lösen. Und gerade bei SDI stellt man fest, jede technische Erfindung, die bei SDI möglich ist oder nötig ist, wird der anderen Seite eine Waffe an die Hand geben, diesen Schirm wieder kaputt zu machen. Und am Schluss haben wir wieder dieselbe Situation mit nur noch schrecklicheren Waffen. Hat Einstein die Formel der Atombombe wirklich erfunden? Und wer hat sie gebaut? Wie verschrottet man bei der Abrüstung alle atomaren Waffen? Also Einstein hat nur gezeigt, dass Materie eine verdichtete Form der Energie ist. Und dass man also, wenn man diese Materie in andere Energien umsetzen kann, zum Beispiel in Wärmeenergie, dass man so etwas wie eine Atombombe im Prinzip bauen kann. Aber wie man nun Materie in Energie umwandeln kann, dazu braucht es bestimmter Prozesse, zum Beispiel die Spaltung von sehr schweren Atomkernen wie Uran oder auch Plutonium. Und das hat man im Zweiten Weltkrieg in Amerika im Rahmen des Manhattan-Projekts gemacht. Sie haben doch selbst, Professor Dürre, und in Ihrem Buch ist davon ausführlich die Rede, auch eben mit dem amerikanischen, ja, einem der Väter der Atombombe, mit Edward Teller zusammengearbeitet. Und als ich früher so in den Zeitungen und Zeitschriften Nachrichten und Artikel über Edward Teller las, habe ich immer einen Schreck bekommen vor diesem Typus Wissenschaftler, vor allem dann in seinem Konflikt mit dem Amerikaner Oppenheimer. Zwei verschiedene Wissenschaftlertypen, die ich eigentlich beide verstehen kann. Du hast meine Sympathien gehörten immer und gehören noch dem Oppenheimer. Ja, ich nehme Edward Teller immer etwas in Schutz. Ich glaube, dass man ihn mehr verteufelt, als er es wirklich verdient. Ich meine, ich habe schlimme
und sehr schwierige Auseinandersetzung mit ihm gehabt. Aber ich habe eigentlich auch immer diese Auseinandersetzung sehr fair empfunden. Mhm. Ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung mit Oppenheimer immer etwas einseitig geschildert wurde. Es war hier nicht die Auseinandersetzung, soll man die Wasserstoffbombe bauen oder nicht bauen, sondern Oppenheimer war eigentlich nur gegen einen ganz bestimmten Typ der Wasserstoffbombe, die Teller erstmals empfohlen hatte, die sich dann auch als nicht praktikabel herausgestellt hat. Aber Oppenheimer war nicht sozusagen eigentlich der Friedensmann, mhm, sondern er war zum Beispiel auch mitbeteiligt daran, Hiroshima als Angriffsziel auszusuchen. Und das finde ich eine schreckliche Sache. Mhm. Aber er hat hinterher selbstverständlich gesehen, wie schrecklich diese ganze Atombombenentwicklung ist. Und in dem Sinne ist Teller von einer anderen Art. Teller sagt immer, ja, wir haben keine andere Wahl, als die besten Waffen zu bauen, nämlich die Freiheit. Unsere Freiheit ist bedroht und wenn wir nicht die besten Waffen haben, dann wird die Freiheit untergehen. Und in dem Punkte konnte ich ihm eigentlich nie folgen. Es gibt andere Möglichkeiten, die Freiheit zu verteidigen, als mit Waffen, insbesondere die, die uns alle zerstören. Vielleicht lösen wir uns mal jetzt vom Thema Atombombe. Ein winziger Prozentsatz der Atomwaffen wird ja gerade jetzt zum Abbau vorbereitet, wird demnächst verschrottet. Und das ist zumindest mal ein winziges Zeichen für Hoffnung. Sprechen wir da von der Energie und von der Wichtigkeit der Kernenergie. Sie haben gesagt, wenn wir eine Alternative anstreben, dann müssen wir zunächst einmal, so heißt das wörtlich bei Ihnen, schon jetzt Energie und Rohstoffe künstlich verteuern. Ich frage mich immer, wie können wir den Prozess in Gang setzen, dass all die Techniken entwickelt werden, die Rohstoffe schonen und insbesondere auch Energie schonen, wo wir also denselben Endeffekt haben mit geringerem Aufwand. Wir sehen das ja zum Beispiel an der Entwicklung jetzt von Dieselmotoren oder auch Benzinmotoren, wie wenn man genügend Forschung hereinsteckt, mit wesentlich weniger Kraftstoff eigentlich denselben Effekt hat. Wie kann man das erreichen, ohne immer vom Staat in jede Kleinigkeit einzugreifen, was ich ablehne? Und mir erscheint es außerordentlich wichtig, dass die Dinge, die verknappen in Zukunft, dass man die extrem verteuert, damit die Wirtschaft alle Anstrengungen macht, so wenig wie möglich davon zu verbrauchen. Aber ich bin nicht dafür, dass wir zum Beispiel den Energiepreis jetzt von heute auf morgen sprunghaft anheben. Nicht dadurch erschüttert, dass unsere Wirtschaft, die ist nicht vorbereitet, aber ich würde eigentlich dafür plädieren, dass wir heute anfangen zu sagen, wir werden den Energiepreis jedes Jahr um 5% heraussetzen und das die nächsten 10 Jahre. Jetzt könnt ihr euch darauf vorbereiten, macht eure Investitionen so, damit ihr mit eurer Produktion nicht in Schwierigkeiten kommt. Und dann werden all diese Kräfte in Gang gesetzt werden, die uns hier für eine bessere Ausbeute der Energie zur Verfügung stehen werden. Und noch ein Anruf. Es ist richtig, dass 2 Atombombenraketen reichen, die Bundesrepublik zu zerstören. Und zweite Frage, was ist der Unterschied zwischen Langstreckenraketen und Mittelstreckenraketen? Mir ist nicht ganz klar, dass man nur von der Abrüstung mit Mittelstreckenwaffen redet und die Langstreckenwaffen da voll aus dem Konzept lässt. Es muss doch logisch erscheinen, dass man Langstreckenwaffe auch auf kürzere Ziele richten kann. Gehört nicht ganz zu unserem Thema, aber vielleicht wollen Sie trotzdem eine Antwort versuchen. Ich meine, wenn man 2 Atombomben auf die Bundesrepublik richtet und die an der geeigneten Stelle herunterkommen lässt, dann kann man dieses Gefüge der Bundesrepublik also enorm schädigen. Ich weiß noch nicht, ob man sagen würde, es ist alles kaputt. Aber wir sind ja durch unsere enorme Konzentration von empfindlichen Strukturen, auch industrieller Art, sind wir sehr empfindlich geworden. Das ist das eine. Das zweite ist, Mittelstreckenraketen, Langstreckenraketen, die unterscheiden sich selbstverständlich durch die Reichweite. Und man kann Langstreckenraketen wahrscheinlich auch auf Mittelstreckenziele richten, sagt man, die nur von der Größenordnung 2000 Kilometer sind oder so. Aber die haben eine andere Trajektorie, eine andere Bahn. Die Langstreckenraketen sind im Wesentlichen diejenigen, die die Kontinente miteinander, also wo man von der Sowjetunion nach Amerika schießt und umgekehrt. Die haben also einen anderen Raketensatz und so fort. Das heißt, man kann die auch, also wenn eine Raketenstufe ausfällt von einer Langstreckenrakete, dann wird sie eine Mittelstreckenrakete. Da haben Sie vollkommen recht. Mhm.
aber sie ist dafür eigentlich nicht gebaut. Nun sprechen ja manche Militärs hochtrabend von der Philosophie der Abschreckung. Lass mal diesen dummen Ausdruck Philosophie, der gar nicht dahin gehört, weg. Bleibt also die Meinung, durch die gegenseitige Abschreckung eben mit atomarer Bewaffnung sei in den letzten 40 Jahren Frieden gewesen. Die Frage ist das denn, wenn es wirklich so sein sollte, das ist ja ein Unbewiesen, ob es daran gelegen hat, ist es denn sicher, dass das in Zukunft auch so sein wird? Ja, wir wissen nicht, ob das hauptstabilisierende Element war. Wir können nicht den Gegenbeweis führen, aber es ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist allein, ob diese Art der Strategie, der Abschreckung auch in Zukunft immer die Sicherung des Friedens bewahren wird. Und hier habe ich meine großen Zweifel. Und nicht deshalb, weil ich glaube, dass die eine oder andere Seite je ihre Atomwaffen eigentlich benutzen will, nicht? Ich meine, dazu ist sie viel zu sehr selbst abgeschreckt von den Folgen. Wir wissen ja auch, nuklearer Winter und all diese Dinge. Nach dem Satz, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Ganz genau. Meine große Angst ist die, dass dieses System von alleine losgeht. Also ich betrachte die Waffenarsenale aus Ost und West wie ein großer Atomreaktor, der aber so konstruiert ist, dass wenn ein Störfall auftritt, dass er sich nicht selbstständig abschaltet, sondern eskaliert. Und dieses Risiko besteht immer, dass wir also in einer politisch-militärischen Krisensituation, die ganz belanglos anfängt, dass die eskaliert, weil die eine oder die andere Seite die Angst hat, wenn ich jetzt nicht meine Raketen aus den Silos herausbringe, dann werden mir die zerschossen, also schieße ich sie lieber los, dass hier die Katastrophe ausgelöst wird. Und deshalb muss man diese Raketen beseitigen. Aber was noch wichtiger ist, was für mich im Augenblick noch wichtiger ist, man muss versuchen, eine Situation zu vermeiden, die so schnell eskaliert. Und deshalb müssen wir uns in Zukunft ganz, ganz intensiv auf die konventionellen Waffen konzentrieren. Weil jeder Krise fängt unten an, mit ganz kleinen Gefechten an irgendeiner Grenze oder so. Und wir müssen verhindern, dass diese kleinen Gefechte dann eskalieren. Also wir müssen hier zu einer Stabilisierung kommen. Und noch ein Anruf. Der begrenzte Vorrat an fossiler Energie auf der Erde, das einzige Argument zum weiteren Verbrennen? Oder ist nicht auch die Verseuchung der Atmosphäre, zum allermindesten mit Kohlendioxid, ein starkes Argument gegen die Nutzung der fossilen Energie? Zweitens, wie steht es mit dem Energievorrat und den Energiemöglichkeiten bei weiter explodierender Zahl der Menschen auf der Erde? Das erste ist, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir heute Kernkraftwerke abschalten und dafür fossile Kraftwerke bauen. Das führt zu nichts. Erstens verbrauchen wir die fossilen Brennstoffe noch schneller. Zweitens ist diese Gefahr, dass der Kohlendioxidgehalt der Luft so stark zunimmt, dass wir extreme Klimaveränderungen haben. Deshalb die Aufforderung, dass wir zu einer effektiveren Energienutzung kommen und da auch die Kohlenkraftwerke und Ölkraftwerke mit einbeziehen, sondern dass wir also den Verbrauch auch von den fossilen mit heruntersetzen. Nicht nur die Kernenergie loswerden, sondern die fossilen mit heruntersetzen. Das wäre auch Kraft-Wärme-Kopplung beispielsweise. Kraft-Wärme-Kopplung. Und da gibt es so viele Dinge heute. Jetzt ist die berechtigte Frage, ja, aber kommen wir da eigentlich zurecht? Auf was sollen wir denn zurückgreifen? Die einzige erneuerbare Energiequelle ist die Sonne. Und wir müssen uns darauf einstellen, trotz wachsender Erdbevölkerung, dass wir die einzige erneuerbare Energiequelle, die Sonne, im höchsten Maße nutzen. Und nicht nur in dem Sinne, wie wir heute immer darüber reden, dass wir Großkraftwerke in die Sahara bauen oder so, nicht? Ja. Sondern der Hauptnutzen wird daher kommen, dass wir dezentralisiert, Sonnenlicht kommt überall herunter, dass wir dezentralisiert die Energie dort aufnehmen, wo sie herunterkommt. Und wir brauchen sie auch dezentralisiert. Und das wird auch eine Lösung für die dritte Welt sein. Und ich will vielleicht noch anfügen, wenn viele Leute sagen, ja, also da in Afrika ist ja genügend Sonne, aber bei uns ist nicht genügend Sonne. Das ist wahr. Hier kommt weniger Sonnenlicht herunter als in Afrika. Aber es ist nicht
ein wesentlich weniger Sonnenenergie, sondern es ist nur ein Faktor 2. Also wir haben die Hälfte der Sonnenenergie hier zur Verfügung wie in Afrika. Gut, dann haben wir eben nur die Hälfte und das ist doch immerhin etwas. Meines Erachtens wird man die Energieprobleme durch dezentralisierte Sonnenenergienutzung wird man decken können. Die andere Möglichkeit, nämlich Kernkraftwerke etwa nach Afrika zu bauen, ich glaube, das betrachtet niemand im Ernst. Vielleicht noch eine andere Idee, dass ja nun die Befürworter der Kernenergie ja auch eigentlich ein bisschen vergessen, auch das wird ja aus fossilen Stoffen, aus Uran beispielsweise, bislang jedenfalls gewonnen und das, auch die Uranvorräte sind erschöpfbar. Ja, da ist die Sache nicht ganz so schlimm. Man entdeckt also doch enorm große Uranvorkommen, sodass man eigentlich erstaunt ist, dass es weiter reicht. Aber es ist klar, wenn man nur mit Leichtwasserreaktoren, wie wir sie im Augenblick jetzt hier in der Bundesrepublik stehen haben, hier Energie erzeugt, dann ist die Energiedeckung nicht für furchtbar lange Zeit. Es ist etwa noch mal so viel Energie vorhanden, sagen wir mal, wie die ganzen fossilen Brennstoffe zusammengenommen. Wir können da also vielleicht 100, vielleicht 150 Jahre über die Runden kommen. Aber dann ist es doch auch wieder am Ende. Wenn man wesentlich länger das haben will, dann muss man in die Plutoniumswirtschaft einsteigen. Dann darf man also nicht nur das Isotop Uran-235, das nur zu 0,7% im Natururan drin ist, verwenden, sondern man muss den Hauptanteil des Urans, Uran-238, verwenden und muss das sozusagen spaltbar machen und das geht über die Brücke Plutonium. Und dann brauchen wir also schnell einen Brüter, dann brauchen wir auch Wackersdorf. Ne? Genau, dann brauchen wir Wackersdorf und wir brauchen all diese Dinge und dann kommen wir in eine Wirtschaft herein und ich glaube, es gibt heute kaum jemand mehr, der das wirklich mit Recht noch vertreten wird. Das birgt so immense Gefahren, dass wir also das nicht in Betracht ziehen sollten. Wie unabhängig, wie frei ist eigentlich ein Wissenschaftler bei uns? Ich denke zum Beispiel an einen Forscher, der bei einem großen Chemiekonzern tätig ist. Wie sieht das aus mit einem Hochschullehrer? Ist er politischen Repressalien ausgesetzt, wenn er beispielsweise unbequeme Äußerungen der Öffentlichkeit macht? Zum Beispiel Sie selber? Ja. Also ich behaupte, ich bin sehr frei. Ich werde selbstverständlich unter Druck gesetzt und alle möglichen Leute sagen mir, was mir alles passieren würde, wenn ich da weitermache. Aber ich habe nie Konsequenzen zu spüren bekommen. Also ich habe den Eindruck, wir leben in einer sehr freien Gesellschaft und wir könnten sehr viel kritischer Stellung dazu nehmen, ohne dass uns was passiert. Die Angst, dass man hier Nachteile hat, ist viel größer. Das gilt wahrscheinlich nicht in demselben Maße, wenn jemand in der Industrie arbeitet. Ein Hochschulprofessor oder ein Direktor eines Max-Planck-Instituts, der ist schon in einer sehr bevorzugten Situation. Und das sage ich auch immer wieder. Gerade wir, die wir so frei reden können und sichere Position haben, wir sollten unsere Stimme erheben, um den anderen auch Mut zu machen, ihrerseits ihre Stimme zu erheben und sich ruhig auf uns zu beziehen. Dann haben sie es nämlich selber etwas einfacher. Aber anders geht es doch, Herr Professor Dürr, den Kollegen, Ihren Kollegen in der Industrie beispielsweise oder die in politischen Aufträgen Forschung betreiben. Das ist klar. Also diejenigen Kollegen, die in der Industrie sind, denen wird man eines Tages sagen, das ist ja ganz schön und gut, was du da so meinst, aber möchtest du dir nicht einen anderen Arbeitsplatz suchen? Ich meine, wenn du so wenig überzeugt bist von dem, was wir hier machen, warum bist du noch bei uns? Und das ist dann zum Teil auch berechtigt, nämlich um etwas gut zu machen, muss man auch motiviert sein. Und wenn man diese Motivation nicht mehr hat, nicht, dann findet man auch Gründe, dass man hier den Arbeitsplatz verliert. Aber ich würde einfach hoffen, dass wir in Zukunft eigentlich die Kollegen ermutigen, hier auch kritisch zu sein, um auch die Firmen von innen zu ändern. Weil auch ich gehe davon aus, dass selbst die Firmenleitungen, ich denke jetzt an die chemische Industrie zum Beispiel, der Firmenleitung ist es nicht gleichgültig, ob sie nun den Rhein verschmutzen und so fort. Die sind zum Teil sehr bedrückt darüber, dass sie sagen, das ist doch eigentlich gar nicht unsere Absicht. Aber die Leute müssen einsehen, wenn wir all diese modernen Produkte hier produzieren, dann kommt einfach dieser Abfall heraus, nicht? Aber wir müssen uns einfach anstrengen zu sagen, wenn wir gewisse Produkte heute produzieren, müssen wir auch dran denken, was hier für Müll produziert wird. Und wir müssen unter Umständen
Umständen auf andere Produkte übersteigen, die eben nicht diesen Müll erzeugen. Und da muss wieder Intelligenz angestrengt werden. Und da bin ich eigentlich optimistisch. Ich sage immer, wenn wir all die Wissenschaftler gewinnen könnten, die heute sich Gedanken machen über SDI und dort also die extravagantesten Systeme sich überlegen, wenn die sich mal anstrengen würden, wie wir Produkte erzeugen können ohne diese Nachteile, dann würde die Welt schon ganz anders aussehen. Jetzt muss man doch kein Wissenschaftler sein, Herr Professor Dürr, um nicht alarmiert zu sein durch dieses furchtbare Geschehen in der Nordsee beispielsweise. Und erschreckend für viele Bürger, für uns beide wahrscheinlich auch, ist, wie wenig Konsequenzen eigentlich da gezogen werden. Man vertröstet uns auf das Jahr 91, 93, irgendwann wird mal die Dünnsäureverklappung eingestellt. Was muss eigentlich noch passieren, bis sich etwas ändert? Ja, das ist irgendwie ganz schrecklich, dass diese Lernprozesse so langsam gehen. Zum Teil hängt es eben damit zusammen, dass die Firmen sagen, wir haben unsere Investition gemacht und wir müssen unsere Produktionsanlagen ausnützen, damit wir praktisch wieder den Profit davon haben, den wir hier einkalkuliert haben, und wir können erst zu diesem späteren Zeitpunkt ausscheiden. Der Grund liegt einfach daran, dass wir mit diesen neuen und großen Verfahren, die wir haben, immer langfristiger in die Zukunft denken müssen. Und das stößt sich so etwas an den kurzfristigen Betrachtungsweisen, die man allgemein anstellt. Man will ja morgen schon Profite haben und nicht erst in 10 Jahren. Und ich glaube, hier muss eine ganz wesentliche Aufklärung passieren, dass wir alles, was wir tun, viel langfristiger betrachten. Jetzt, was die Ostsee und die Nordsee anbelangt, es sind ja hier nicht nur die chemischen Firmen, es sind wir alle, die viel zu viel Müll und Abfall produzieren. Es ist auch die Landwirtschaft mit der Überdüngung der Felder. Wir haben doch zum Beispiel im Augenblick in Europa die Situation der Überproduktion. Zu welchem Mittel greifen wir jetzt, dass wir Flächenstilllegungen machen, anstatt zu sagen, lasst uns mal die bewirtschafteten Flächen weniger intensiv bewirtschaften mit weniger Dünger, dann sinkt die Produktivität etwas ab und dann kommen wir ganz automatisch in ein normales Maß herein und dann werden sich unsere Böden auch wieder erholen und so fort. Aber da steht wieder die chemische Industrie dahinter und die sagt ja, wir müssen unser Geld verdienen, weil sonst erzeugen wir wieder Arbeitslosigkeit und so fort. Und so sieht man, dass wir in einen Rattenschwanz von Problemen hereinkommen. Wir müssen all diese Probleme mit bedachten und zu viel großzügigen Lösungen kommen. Wir müssen das ganz von vorne überdenken. Warum kann die Wärme, die beim radioaktiven Zerfall entsteht, wirtschaftlich nicht genutzt werden? Im Prinzip kann man das schon nützen, aber das ist eine sehr schlechte Art und Weise, Wärme zu erzeugen, weil ich muss ja die Wärme dann irgendwo hinbringen, zum Beispiel meine Heizung ins Haus und so fort. Und diese Erwärmung, also dieses Material, was dann diese Wärme transportiert, muss mit dem radioaktiven Material irgendwie doch in unmittelbare Nähe gebracht werden. Und dann läuft man Gefahr, dass es selbst radioaktiv wird, nicht? Und das hat ja die negativen Auswirkungen. Also da ist auch kein großes Energiepotenzial darin. Jetzt frage ich mal den Forscher, Hans-Peter Dürr, und teile ein bisschen das Misstrauen vieler Bundesdeutsche gegen die Wissenschaft, weil man sagt, wir finden eigentlich für alles, finden wir wissenschaftliche Begründungen, und die einen Wissenschaftler sagen uns, das mit der Kernenergie ist ja völlig ungefährlich, das kriegen wir schon in den Griff und mit dem Restrisiko müssen wir halt leben. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, nein, das ist eine unabsehbare Katastrophe, wir werden den Atommüll nie wieder los. Und ich weiß nicht recht, Sie haben auch in Ihrem Buch über dieses wichtige Problem gehandelt. Was müsste eigentlich geschehen und was begründet eigentlich doch das für uns alle so wichtige Vertrauen in unsere Naturwissenschaft? Ja, wir Naturwissenschaftler sind geschult, ein gewisses Problem uns vorzunehmen und dann zu fragen, wie lösen wir das? Diese Probleme sind im Allgemeinen sehr schwierig zu lösen und deshalb lösen wir nicht das vorliegende Problem, sondern ein anderes Problem, was viel einfacher ist, wo wir nämlich gewisse idealisierte Annahmen machen, nicht, dass das also abgetrennt werden kann von allen möglichen anderen Dingen. Und da suchen wir eine Lösung. Und diese Lösung, die bringen wir dann herein und dann wundern wir uns, dass diese Lösung in der Praxis dann nicht ganz so reibungslos funktioniert, weil eben die Voraussetzungen, die in unseren Modellen und unseren Versuchsanordnungen gegeben sind, hier nicht mehr ganz richtig sind. Und da hat die Gesellschaft dann ganz recht, dass sie hier etwas Sorge hat. Nun,
Bei den meisten Lösungen macht es auch nichts aus, ob die Situation nun genauso ist, wie man sich das ausgedacht hat oder ein bisschen daneben. Das heißt, wenn ich ein Flugzeug baue, dann muss das auch fliegen, wenn der Pilot sozusagen ein bisschen einige Fehler macht. Dann stürzt das Flugzeug nicht gleich ab. Die Gefahr kommt dann herein, wenn wir Maschinen produzieren und erzeugen, die so sind, dass der kleinste Fehler zur Katastrophe führt. Und ich würde sagen, diese Geräte dürfen wir schlicht und einfach nicht bauen. Und es hat überhaupt keinen Sinn zu sagen, nein, wenn ich also das absichere, mit allen möglichen Mitteln versuche, keine Fehler zu machen, dann kann ich das doch machen. Die Fehler kann ich nie wirklich ganz aus der Welt schaffen. Und deshalb die Aufforderung an uns, alles, was die Wissenschaft zur Verfügung stellt und entwickelt und die Technik, die zur Verfügung stellt, muss so gemacht sein, dass auch gröbere Fehler nicht zu einer Katastrophe führen, die wir nicht mehr tragen können. Gilt das nicht auch für die Kernenergie, weil das Restrisiko, ich habe nichts jedenfalls Überzeugendes da hören können, bis heute nicht beherrschbar ist? Ja, also ich meine das Restrisiko, also ich bewundere sehr stark die Wissenschaftler und Techniker, die sich hier ausdenken, was kann in so einem Kernkraftwerk alles passieren und wie lässt sich das vermeiden, indem man also Sicherheitsmaßnahmen ergreift und so fort. Aber es übersieht einfach, dass das, was man von den Technikern und Wissenschaftlern verlangt, um dieses Kernkraftwerk sicher zu machen, überhaupt nicht leistbar ist. Sie müssen nämlich eine Garantie abgeben dafür, dass sie an alles gedacht haben. Und jeder, der in der Forschung gearbeitet hat, ist immer beeindruckt über seine eigene Fantasielosigkeit. Man hat sich alles überlegt und am Schluss funktioniert es überhaupt nicht so, wie man es gedacht hat, weil man irgendetwas vergessen hat. Da heißt es immer so schön menschliches Versagen, aber der Mensch ist nun mal so, wie er ist. Ne? Der Mensch ist so und auch die Natur, mit der wir umgehen, die ist komplexer, als es in unseren Beschreibungen vorkommt. Auch wenn wir Großcomputer haben, dann können wir die Natur nicht in dem Maße nachahmen, dass wir wirklich nun alles in den Griff bekommen. Eben dieses in den Griff bekommen ist etwas, was nicht erreichbar ist. Wenn ich ganz einfache Maschinen habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe es im Griff. Ich habe mein Auto mit meinem Steuerrad im Griff. Aber wenn dann die irgendwie eine Achse bricht oder so, dann sehe ich sofort, dass ich es nicht mehr im Griff habe, nicht? Und gleich noch ein Anruf. Ich beziehe mich auf die Äußerung des Autors anfangs der Sendung, in der er die Verantwortung der Wissenschaftler ablehnte mit dem Hinweis, dass dies ja nicht vorhersehen könnten, wohin ihre Forschungen führen. Ich finde das nun doch zu blauäugig. Als Beispiel möchte ich die Genforschung nennen. Hier wurde, bevor dieses Thema schon in der öffentlichen Diskussion war, von verschiedensten Seiten darauf hingewiesen, welche negativen Erscheinungen daraus erfolgen können. Trotzdem wurde und wird kräftig daran weitergeforscht. Ich will jetzt die positiven Seiten der Genforschung nicht total verurteilen. Aber es wird wahrscheinlich genau so werden wie mit der Atomforschung, dass Geschäftemacher mit Hilfe der Wissenschaftler, die gewollt oder ungewollt daran beteiligt sein werden, sich eine goldene Nase daran verdienen werden. Und so gesehen sind die Wissenschaftler doch daran beteiligt, denn sie müssen vorhersehen, wohin ihre Forschungen führen werden. Ansonsten dürfen sie nicht weiter forschen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Hinweis. Und es ist genau der Punkt, an dem ich auch sehr unsicher geworden bin. Ich habe das Beispiel Atombombe und Otto Hahn genommen, wo ich sagte, der erkenntnisorientierte Otto Hahn, der hatte nicht plötzlich am Ende seines Experiments die Bombe neben sich stehen. Und deshalb sagte ich, hier sehe ich eine gewisse Abtrennung von dem auf erkenntnisorientierten Wissenschaftler und der schrecklichen Anwendung der Atombombe. Aber Sie führen genau das Beispiel auf, das mir große Sorge bereitet. Könnte es nicht sein, dass ein Genetiker heute, der an irgendeinem Virus herum manipuliert und hier einen Klon macht oder irgendetwas von dieser Art, plötzlich einen neuen Virus erzeugt, der genau, sagen wir mal, die Auswirkungen eines AIDS-Virus hat. Das heißt, dieser einzelne Forscher bringt hier etwas in die Welt, was die Auswirkung einer Atombombe hätte. Und dann müsste man praktisch diesem Forscher eigentlich schon das Handwerk legen. Man sagt, du darfst überhaupt nicht mit diesen Viren hier experimentieren. Schon hier ist die Erkenntnissuche nicht erlaubt. Wenn ich mit Genetik
Ethikern rede, die sagen, nein, das stellst du dir so einfach vor, das ist gar nicht so. Die Natur, die hat ja über die letzten 4 Milliarden Jahre schon alle diese Experimente gemacht, die wir im Labor machen. Wir tun da etwas nichts Unnatürliches. Und wenn es diese Möglichkeit gegeben hätte, dann hätte die Natur auch diese anderen Formen schon produziert. Das heißt, der Mensch kann letzten Endes nicht etwas machen, was die Natur nicht vorher auch hätte schon machen können. Mhm. Aber ich glaube dieses Argument nicht. Die Natur hat auch keine Atombombe von sich aus produziert. Nun, Naturwissenschaftler dringen ja mit ihrer Wissenschaft besonders tief in viele Geheimnisse des natürlichen Vorgehens der Natur ein. Und man meint, eine Konsequenz könnte sein, eine immer erneute Mahnung des pfleglichen Umgangs mit der Natur, mit diesem unglaublich differenzierten System, von dem und aus dem wir leben, ohne dass wir überhaupt keine Chance haben zum Überleben. Aber das setzt doch eigentlich voraus, Herr Professor Dürr, dass Naturwissenschaftler, ganz gleich in welcher Einzeldisziplin sie tätig sind, auch mal über ihre Grenzen hinausgucken. Das heißt also, sich um die Nachbardisziplinen mitbemühen. Stichwort Ökologie, Umwelt. Die ganze Natur besteht ja nicht bloß aus physikalischen Prozessen, aus chemischen Prozessen, aus vielen anderen, sondern das alles gehört ja irgendwie zusammen. Das heißt, die natürliche und selbstverständliche Forderung eigentlich, dass Naturwissenschaftler fachübergreifend, interdisziplinär heißt es ja wohl, zusammenarbeiten. Ich halte das für unbedingt notwendig. Wir müssen zu irgendeiner Art der interdisziplinären, fachübergreifenden Zusammenarbeit kommen. Und ich weiß noch nicht so recht, wie wir das machen sollen. Nämlich, meine Erfahrung zeigt mir, wenn wir einfach in den verschiedenen Fachdisziplinen Vorträge anbieten von den Nachbardisziplinen, dann reicht das nicht aus. Dann setzen wir uns herein, wir hören uns das an. Zum großen Teil verstehen wir es nicht. Die Teile, die wir verstehen, sind meistens die, die wir vorher schon verstanden haben. Und wenn wir dann Kongresse machen der interdisziplinären Art, dann stellt man fest, dass man also hier Übungen macht, wie man aneinander vorbeireden kann. Die einzige Möglichkeit, zu einem wirklich intensiven Kontakt zu kommen, bedeutet für mich die Konzentration auf ganz konkrete Probleme. Wir nehmen uns ein konkretes Problem vor und beteiligen daran die verschiedenen Fachdisziplinen, die sollen einander helfen, dieses Problem zu lösen. Die Konkretheit des Problems sorgt dafür, dass ich mich mit dem anderen verständigen muss. Und wenn ich hier fachübergreifend sage, dann meine ich auch nicht nur, dass der Physiker mit dem Biologen und der Biologe mit dem Juristen Kontakt aufnehmen soll. Ich meine auch, und das ganz vornehmlich, dass auch der Nachdenkende und der Handelnde mehr in Kontakt kommen muss. Wir müssen Institutionen schaffen, wo der Grübelnde und der Handelnde gemeinsam Lernprozesse durchläuft, damit sie sich besser verstehen. Es ist nicht wichtig, dass wir jetzt ein Institut für interdisziplinäre Forschung machen. Dann schaffen wir nur wieder eine Institution, die abseits von der Gesellschaft über ihre Probleme nachdenkt, sondern ich finde, wir brauchen Begegnungsstätten, wo Politiker und Wissenschaftler sich regelmäßig treffen und wo sie über ihre Probleme sprechen und sich fragen, wie das, was an Gedankengut existiert, auch in die aktive Politik eingebracht werden kann, auf welche Art und Weise es eingebracht werden kann, sodass der Politiker auch sich hier nicht überhebt. Dies sind außerordentlich wichtige Dinge. Und das Schlüsselwort dabei ist konkret, konkret, konkret. Nicht diese akademischen Allgemeinerörterungen der Probleme. Ich glaube, das führt zu gar nichts. 3 Anrufer des heutigen Vormittags bekommen demnächst ein kostenloses Exemplar des Buches von Hans-Peter Dürr, Das Netz des Physikers, zugeschickt. Heute Morgen sind es Hans Butterbach aus Stipshausen, Doris Lenz aus Saarbrücken und Klaus Stalter aus Dudweiler. Und gleich noch ein Anruf. Vorhin wurde von dem Protest der Physiker gegen die Atombombe gesprochen. In Amerika waren es Genetiker, die einen Forschungsstopp verlangten. Nun sagten Sie, dass die Öffentlichkeit damals kaum darauf reagiert hätte. Nun muss man doch wohl bedenken, dass in dieser Zeit die Information über wissenschaftliche Grundlagen wie Aufbau des Atoms oder chemische Abläufe in der Bevölkerung lange nicht so breit gestreut waren wie heute, wo ein Großteil der jungen Menschen auf der Schule die wissenschaftliche Sprache verstehen lernen. Hinzu kommen die Medien mit ihrem breiten Informationsfluss über wissenschaftliche Probleme. Meine Frage: Ist es möglich, dass solche Appelle von Wissenschaftlern heute in der Bevölkerung eine stärkere Reaktion auslösen würden?
Ich glaube unbedingt. Ich glaube, das Problem, was wir vor uns haben, die meisten Menschen sind sich einig, dass eigentlich die Atombomben weg müssten. Aber sie haben die Angst, dass wenn man die Atombomben wegnimmt, dass dann unter Umständen ein konventionell geführter Krieg wahrscheinlicher wird. Und der würde genauso schrecklich sein, wenn wir etwa auch an die chemischen Kampfstoffe denken. Haben wir so erlebt in Mitteleuropa, ne? Ja. Das heißt, wir müssen mit der Abschaffung der Atombomben auch anbieten, auf welche Art und Weise wir Kriege zukünftig vermeiden können. Und das ist auch der Grund, warum ich zusammen mit Horst Affeld und Albrecht von Müller diesen Vorschlag gemacht habe, der strukturellen Nichtangriffsfähigkeit im konventionellen Bereich. Dass ich sage, wenn ich kein Vertrauen habe in meinen Gegner, dass er mich nicht angreift, also wenn ich wirklich habe, ich muss mich irgendwie verteidigen, dann soll ich wenigstens die Auflage bekommen, dass ich meine Verteidigung so einrichte, dass ich den anderen nicht zusätzlich bedrohe. Mhm. Wenn nämlich eine Verteidigungsanstrengung auf meiner Seite die Bedrohung des anderen erhöht, dann muss er seine Verteidigungsanstrengung auch erhöhen und dann muss ich wieder meine erhöhen. Und dann kommen wir in diesen Rüstungswettlauf herein. Wir müssen also sorgen, dass wir die Stabilität, die Krisenstabilität erhöhen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Krisen haben, dass keiner die Angst hat, er müsste jetzt in der nächsten Sekunde handeln oder er ist dem Untergang geweiht, sondern dass er sagt, ich kann mich zunächst mal verständigen mit der anderen Seite, was bedeutet das, was hast du vor, ohne Angst zu haben, dass ich gleich in den Abgrund gestürzt werde. Nicht? Und diese Art von Stabilisierung brauchen wir und viele glauben, dass nur durch die Atombomben diese Absicherung möglich ist, aber von der müssen wir wegkommen. Ich möchte zum Schluss noch um eine Erläuterung bitten, und zwar des Buchtitels, das Netz des Physikers. Ist das das Netz, das den Hochseilartisten vor dem Absturz bewahrt oder das Netz, in dem man gefangen wird? Es ist weder noch. Das Netz des Physikers, das kommt aus einer Parabel, die ich von dem Philosophen und Physiker Sir Arthur Eddington gelernt habe. Der hat nämlich einen Naturwissenschaftler mit einem Ichthyologen verglichen, einem Fischsachkundigen, der auf das Weltmeer herausgeht, um Fische zu fangen. Und nach jahrelangem Fischen kommt er zu den zwei Grundgesetzen der Ichthyologie. Alle Fische sind größer als 5 Zentimeter. Nummer 2, alle Fische haben Kiemen. Und Eddington wollte damit sagen, auch die Naturwissenschaftler benutzen ein Netz. Und dass der Ichthyologe nur Fische größer als 5 Zentimeter gefangen hat, lag nicht daran, dass im Ozean keine Fische kleiner als 5 Zentimeter waren, sondern dass sein Netz, mit dem er die fischen konnte, 5 Zentimeter Maschenweite hatte. Mhm. Ich wollte mit dem Buch zum Ausdruck bringen, Netz des Physikers, auch ich arbeite mit einem Netz und ich fische aus der Wirklichkeit nur gewisse Aspekte heraus, die für mich bedeutsam waren und ein anderer hat ein anderes Netz und auch das, was er fischt, hat mit der Wirklichkeit zu tun, nicht nur das, was ich hier schreibe. Wie war eigentlich bisher das Echo auf Ihr Buch, Herr Professor Dürr? Eigentlich erstaunlich groß. Auch bei Politikern? Auch bei Politikern. Ich hatte etwas Sorge darüber, weil dieses Buch ist ja in dem Sinne kein eigentliches Buch, dass es von A bis Z durchgeschrieben ist, sondern es ist eigentlich eine Aufsatzsammlung von Aufsätzen, die in den letzten 4-5 Jahren entstanden sind. Aber ich wollte eben mit diesem Buch auch bezwecken, dass ich sage, ich als ein Physiker, wie bin ich in die Situation gekommen, zu diesen gesellschaftspolitischen Fragen Stellung zu nehmen. Viele sagen mir, das geht dich doch gar nichts an. Und ich wollte klar machen, in welcher Situation ich praktisch mich gezwungen gefühlt habe, diese oder jene Fragestellung aufzunehmen, weil ich sicher bin, dass auch meine Kollegen in ähnlichen Situationen waren. Ich bin nur nicht davongelaufen von diesen Fragen. Und das hat ganz bestimmt damit zu tun, dass ich 7 Jahre in Amerika war, wo die Menschen im Allgemeinen viel aufgeschlossener sind gegenüber gesellschaftspolitischen Fragen. Sie sind in dem Sinne alle viel mehr politisch engagiert, als wir das hier in Westeuropa sind. Meine Damen und Herren, wir sprachen heute Morgen mit Hans-Peter Dürr zu seinem Buch Das Netz des Physikers, naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung, ein Buch aus dem Hansa Verlag.
Art ein Novum. Und es war ein ganz bedeutsames, die selbstverständlich die Angst, dass hier auch in Deutschland Atomwaffen verwendet werden und die Bundeswehr damit ausgerüstet würde, war ein geeigneter Anlass, das zu tun. Das gab es ja auch in den 80er Jahren. Sie erwähnen den Mainzer Friedenskongress der Naturwissenschaftler, den Göttinger Kongress zur Weltraummilitarisierung 1984. Und in Mainz gab es einen Kongress über chemisch-biologische Waffen. Ja, bloß, ich weiß nicht, wie weit die Öffentlichkeit davon überhaupt Kenntnis nimmt und was solche Kongresse bewegen. Ja, wir waren eigentlich immer überrascht, wie wenig die Öffentlichkeit davon Notiz genommen hat. Das waren wirklich ganz neuartige Dinge, insbesondere in Deutschland, in Amerika und den demokratisch gefestigten Ländern ist das ja viel häufiger der Fall, dass auch Wissenschaftler sich in politische Diskussionen einmischen. Aber bei uns war es doch ein Novum. Aber es lag eben auch daran, dass wir noch nicht die voll entwickelte politische Kultur haben. Für uns bedeutet ja Kritik nicht, dass wir dem anderen, dem Staat hier eins auswischen wollen, dass wir ihm zeigen wollen, er macht Fehler, sondern Kritik soll bedeuten, dass wir hier helfen wollen, bessere Lösungen zu finden, so wie wir das im wissenschaftlichen Bereich auch praktizieren. Im wissenschaftlichen Bereich ist ja der Kritiker, ist der Hauptpartner auf der Suche nach den richtigen Lösungen. Und wir würden immer begrüßen, dass auch der Staat seine Kritiker viel ernster nimmt. Nicht als Querulanten, sondern als Helfer auf dem Weg zu besseren Lösungen. Ich habe gestern Abend, Herr Professor Dürr, noch nachgelesen in den beiden Briefen, die aus dem Jahr 1932 stammen. Der eine kommt von Albert Einstein und der Antwortbrief kommt von Sigmund Freud. Und da ging es um Fragen, die eigentlich auch in Ihrem Buch höchst aktuell behandelt werden, nämlich wie weit sind wir als Wissenschaftler, der eine als Physiker, der andere als Psychologe, eigentlich kompetent? Wie weit sind wir verantwortlich für das, was wir herausgefunden haben? Ist das nicht im Grunde eine Sache der Politiker? Beide beantworten allerdings die Frage negativ und sagen, nein, auch wir haben eine Verantwortung, auch wir müssen mahnen. Also ich sehe keine Verantwortung im rechtlichen Sinne. Wenn wir als Wissenschaftler arbeiten, können wir selbstverständlich nicht vorhersehen, was aus unseren Entdeckungen kommt. Die Antriebe, die wir dabei haben, die liegen vielleicht in der Erkenntnis oder unser Wissen zu bereichern. Aber ich glaube, wir dürfen heute nicht mehr die Augen davor verschließen, dass das, was wir tun, dann auch wirklich Anwendungen im sehr negativen Sinne haben. Und es muss uns bewusst sein, wenn wir das tun, dass es solche Auswirkungen gibt. Ich stehe selber nicht auf dem Standpunkt, dass also ein nach Wissen und Erkenntnis ringender Wissenschaftler nun direkt schädliche Konsequenzen hat. Also ein Otto Hahn, der Transurane eigentlich erzeugen wollte, der also eine Erkenntnis oder ein Wissen, nämlich die Herstellung von Transuran, beweisen wollte. Es war ja nicht so, der dann dabei die Atomspaltung entdeckte. Der ist ja nicht in die Situation gekommen, dass er nun plötzlich neben seinem Experimentiertisch eine Atombombe stehen hatte, sondern die Atombombe war eine neue extra Anstrengung von vielen Tausenden und Zehntausenden von Physikern, wirklich zu dem Ziel, diese Bombe herzustellen. Das heißt also, hier war das Ziel, nicht neue Erkenntnis zu gewinnen, sondern wirklich diese Bombe zu bauen. Aber wenn es schon keine rechtliche Verantwortung gibt, und da stimme ich Ihnen natürlich zu, so gibt es doch eine moralische Verantwortung, denke ich. Ja, also ich merke das einfach auch an mir selber, dass wir diese Atombomben haben, bedrückt mich auf ungeheure Art und Weise. Wenn ich in der Universität Vorlesungen über Quantenmechanik halte, eigentlich ein hochinteressantes Gebiet, das unser Wissen um die Welt sehr viel weitergebracht hat, dass mich die Angst oder die Sorge beschleicht, dass ich hier wieder Leute ausbilde, die unter Umständen die Waffenbauer in 10 Jahren sein werden. Nicht diese Betroffenheit, die befällt uns alle und die führt uns dazu, auch darüber nachzudenken, wie wir die Menschheit dazu bringen kann, einen anderen Weg einzuschlagen, als die immer durch Kriege ihre Differenzen auszufechten. Dann haben Sie mal an Ihrer Universität, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in den Jahren 83, 84 eine Vortragsreise ins Leben gerufen und die hieß, vielleicht heißt sie es noch, Wissenschaft und Friedenssicherung. Und Sie erwähnen, dass Sie mehrfach bedrängt wurden, den Titel der Vortragsreihe zu verändern, denn der Begriff Frieden sei ja links besetzt. Also ich finde das als den Gipfel der Albernheit, aber vielleicht auch
aufschlussreich für das, womit man vielleicht gar nicht rechnet, aber was unterschwellig da bei vielen Leuten in den Köpfen spukt. Ja, also das hat mich auch sehr bedrückt, aber in der Tat, wenn das Wort Frieden auftritt, dann verbinden die viele es einfach mit östlicher Agitation. Ich habe damals der Universität zur Antwort gegeben, gerade aus diesem Grunde möchte ich, dass wir an der Universität diesen Themenkreis behandeln, um auch eine andere Besetzung möglich zu machen. Weil der Frieden ist doch ein Ziel, das nicht nach Ost und West aufgespalten werden kann, sondern das ist unser gemeinsames Ziel. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Hans-Peter Dürr zu seinem Buch »Das Netz des Physikers« im Untertitel »Naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung«, ein Buch aus dem Hansa Verlag. Und hier der erste Anruf. Mit welchem Recht erwarten wir eigentlich von einem Menschen mit hoher Fachintelligenz auch ein hohes moralisches Verantwortungsbewusstsein? Ich glaube, die Erwartung ist nicht höher als bei irgendeinem anderen. Also ich würde sagen, diejenigen, die ein hohes Intelligenzniveau haben, die sind so moralisch und unmoralisch wie die anderen. Also ganz bestimmt ist es nicht so, dass wenn jemand intelligenter ist, dass man von ihm erwarten kann, dass er in Bezug auf moralische Schlüsse nun auch besser dran ist als die anderen. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, als ob es gerade umgekehrt ist, weil der Intellekt einem oft die Möglichkeit gibt, sich aus der Moral davon zu schleichen. 1938, Sie haben schon erwähnt, wurde durch Otto Hahn die Uranspaltung, die Möglichkeit der Uranspaltung entdeckt. Und da gab es nun zwei Entwicklungswege. Der eine führte zur Atombombe, der andere zum Atomreaktor. Und in Ihrem Buch, der Hauptteil Ihres Buches, einer der Hauptteile Ihres Buches ist dem Kapitel Energie vorbehalten. Und da gibt es die Leute, die sagen, ja, ohne Kernenergie kommen wir nicht mehr zurecht, denn die natürlichen Ressourcen sind bald erschöpft, bald, das heißt in absehbarer Zeit. Und die anderen sagen, nein, die Folgen dieser Produktion von Energie durch Kernspaltung sind viel zu gefährlich und unabsehbar und deswegen geht das eigentlich nicht. Wir sind dafür, möglichst schnell auszusteigen. Beides sind so Extrempositionen. Wie ist nun Ihre Meinung dazu? Als ich 1975 in diese Energiedebatte hereingezogen wurde, da war ich mir ganz unklar darüber, wie ich in diesem Punkt Stellung nehmen sollte. Auf der einen Seite war mir klar, dass die Kernenergie große Gefahren birgt und insbesondere solche Gefahren, die eigentlich zukünftige Generationen betreffen, nicht mich persönlich. Auf der anderen Seite hatte ich einfach den Eindruck, wir stehen in Bezug auf langfristige Energieversorgung mit dem Rücken zur Wand. Es gibt außer der Kernenergie praktisch keine Alternative, weil ja die fossilen Energieträger, Kohle, Öl, Erdgas, in den nächsten 50 bis 100 Jahren, 200 Jahren erschöpft sein werden. Und was machen wir dann? Und das war für mich das große Dilemma. Ich habe damals auch gesagt, Leute, ich verstehe, dass ihr gegen Kernenergie seid, aber wenn ihr zu etwas Nein sagt, dann müsst ihr zu irgendetwas Ja sagen. Aber dann habe ich mich engagiert und habe nachgesehen, ob ich eigentlich damit recht habe, dass es zu Kernenergie keine Alternative gibt. Und dann habe ich festgestellt, es gibt Alternativen und jetzt ist für mich diese Frage praktisch erledigt. Wir müssen die Alternativen zur Kernenergie entwickeln und wir dürfen uns hier nicht in diese schlimme Fragestellung reindrängen lassen. Aber das Erste heißt doch mal, die erste Forderung heißt Energie sparen, denn durch intensive und überzeugende Sparmaßnahmen, die jeden Einzelnen von uns betreffen, nicht bloß die Industrie, auf die wir das abschieben, kann zumindest mal der Vorrat an fossilen Stoffen gestreckt werden. Ja, also wenn man von Energieeinsparung spricht, dann haben die meisten Leute sofort den Eindruck, dass es Verzicht bedeutet. Licht aus. Ja, Licht aus, nicht? Und ich verstehe da zunächst einmal darum, dass wir intelligenter mit der Energie umgehen. Wir stellen nämlich fest, dass wenn wir geeignete Vorrichtungen schaffen, dann können wir mit demselben Energieeinsatz das 3-, 4- bis 5-fache von dem an Energiedienstleistung, die für uns dann wichtig ist, erzeugen. Und das ist der erste Weg, nicht? Dass man also vernünftig mit der Energie umgehe. Peter Kafka hat hier immer ein Bild verwendet, das ich immer sehr zutreffend fand. Als die Kernenergie aufkam, dann sagte er immer, das ist ja so ähnlich, wie wenn ein Alkoholiker nun plötzlich in eine Schnaps
Gasfabrik einheiraten kann und dann glaubt, seine Probleme seien gelöst. Ja. Das Erste, was notwendig ist, dass wir den Menschen wieder nüchtern machen, dass wir ihm nur das geben, was er unbedingt braucht, ohne dabei seine Lebensqualität zu verschlechtern. Im Gegenteil, die soll besser werden. Und das ist sozusagen der erste Schritt, den wir einschlagen müssen. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir feststellen, dass die Sonnenenergie dann auch ausreichen wird, nicht nur für die nördlichen Länder, sondern auch für die dritte Welt. Wir kommen noch auf Einzelheiten zu sprechen. Zunächst ein weiterer Anruf, bitte. Weshalb kann sich der Physiker vor einem Missbrauch seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht schützen? Der Grund ist der folgende, dass die ganze Naturwissenschaft, die Wissenschaft im Allgemeinen, aufgesplittert ist in verschiedene Gruppierungen. Das sind die Leute, die über Grundlagen nachdenken und die sagen, ich möchte nur über neue Verfahren nachdenken, über neue Erkenntnisse nachdenken und so fort. Und ich werde dafür bezahlt. Was mit den Erkenntnissen passiert, ist nicht mein Bier. Er gibt diese Erkenntnis dann an irgendjemand weiter, der macht dann die angewandte Wissenschaft. Er versucht, diese Erkenntnisse nun zu verwenden in Bezug auf bestimmte Anwendungen. Und dann gibt es die dritte Kategorie, die sagt, aha, diese Anwendungen, die lassen sich jetzt auch dafür verwenden, etwa um Waffen zu bauen und so fort. Und eigentlich ist erst die dritte Phase diejenige, wo man ganz klar sieht, dass die Sache schief geht. Aber nicht einmal dort geht die Sache schief, weil nämlich die Leute, die ja in den Rüstungsbetrieben arbeiten, auch das Gefühl haben, sie tun etwas Gutes für ihren Staat, weil der Staat sagt, wir brauchen eine Verteidigung und so fort und schafft uns mal die geeigneten Waffen dazu her. Das heißt, das ist ein komplizierter Prozess. Das eindrucksvollste Beispiel ist ja SDI. Wir haben gerade in Nachrichten gehört vor unserer Sendung, dass der amerikanische Kongress also größte Zweifel hat, aber eigentlich nur angesichts der hohen Kosten. Sie handeln in Ihrem Buch ja auch von dieser strategischen Weltraumverteidigung, diesem fantastischen, um nicht zu sagen utopischen Projekt, das eben nicht nur wahnsinnig viel Geld kostet, sondern dessen Wirksamkeit schon jetzt eigentlich mit den heutigen Erkenntnissen in Frage steht. Ja, ich meine, wenn man über SDI spricht, dann reden die meisten Menschen über technische Verfahren, wie man so einen Schirm hinbekommt, nicht? Und die Schwierigkeit dabei ist, wenn man fragt, ist das machbar oder nicht machbar, ist die, dass man gar nicht weiß, wie eigentlich dieser Schirm beschaffen ist, nicht? Der Schirm, der ist nämlich nur dann gut, wenn man auch weiß, wie die andere Seite sich gegen diesen Schirm wehrt. Die eigentliche Schwierigkeit bei SDI ist also nicht die Frage, ob ich einen bestimmten Schirm schaffen kann, sondern ob dieser Schirm wirklich den Zweck erfüllt, für den ich ihn geschaffen habe. Das heißt, SDI ist nicht so ein Apollo-Mondlande-Projekt, nicht wo ich auf den Mond landen will, weil der Mond hat ja nicht zurückgeschossen. Aber bei einem Abwehrschirm muss ich ja auch immer darauf reagieren, wie der andere nun sich gegen diesen Schirm wieder wehrt. Und ich glaube, dieses Problem ist gar nicht zu lösen. Und gerade bei SDI stellt man fest, jede technische Erfindung, die bei SDI möglich ist oder nötig ist, wird der anderen Seite eine Waffe an die Hand geben, diesen Schirm wieder kaputt zu machen. Und am Schluss haben wir wieder dieselbe Situation mit nur noch schrecklicheren Waffen. Hat Einstein die Formel der Atombombe wirklich erfunden? Und wer hat sie gebaut? Wie verschrottet man bei der Abrüstung alle atomaren Waffen? Also Einstein hat nur gezeigt, dass Materie eine verdichtete Form der Energie ist. Und dass man also, wenn man diese Materie in andere Energien umsetzen kann, zum Beispiel in Wärmeenergie, dass man so etwas wie eine Atombombe im Prinzip bauen kann. Aber wie man nun Materie in Energie umwandeln kann, dazu brauchte es bestimmter Prozesse, zum Beispiel die Spaltung von sehr schweren Atomkernen wie Uran oder auch Plutonium. Und das hat man im Zweiten Weltkrieg in Amerika im Rahmen des Manhattan-Projekts gemacht. Sie haben doch selbst, Professor Dürre, und in Ihrem Buch ist davon ausführlich die Rede, auch eben mit dem amerikanischen, ja, einem der Väter der Atombombe, mit Edward Teller zusammengearbeitet. Und als ich früher so in den Zeitungen und Zeitschriften Nachrichten und Artikel über Edward Teller las, habe ich immer einen Schreck bekommen vor diesem Typus Wissenschaftler, vor allem dann in seinem Konflikt mit dem Amerikaner Oppenheimer. Zwei verschiedene Wissenschaftlertypen, die ich eigentlich beide verstehen kann. Du hast meine Sympathien gehörten immer und gehören noch dem Oppenheimer. Ja, ich nehme Edward Teller immer etwas in Schutz. Ich glaube, dass man ihn mehr verteufelt, als er es wirklich verdient. Ich meine, ich habe schlimme
und sehr schwierige Auseinandersetzung mit ihm gehabt. Aber ich habe eigentlich auch immer diese Auseinandersetzung sehr fair empfunden. Mhm. Ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung mit Oppenheimer immer etwas einseitig geschildert wurde. Es war hier nicht die Auseinandersetzung, soll man die Wasserstoffbombe bauen oder nicht bauen, sondern Oppenheimer war eigentlich nur gegen einen ganz bestimmten Typ der Wasserstoffbombe, die Teller erstmals empfohlen hatte, die sich dann auch als nicht praktikabel herausgestellt hat. Aber Oppenheimer war nicht sozusagen eigentlich der Friedensmann, mhm, sondern er war zum Beispiel auch mitbeteiligt daran, Hiroshima als Angriffsziel auszusuchen. Und das finde ich eine schreckliche Sache. Mhm. Aber er hat hinterher selbstverständlich gesehen, wie schrecklich diese ganze Atombombenentwicklung ist. Und in dem Sinne ist Teller von einer anderen Art. Teller sagt immer, ja, wir haben keine andere Wahl, als die besten Waffen zu bauen, nämlich die Freiheit. Unsere Freiheit ist bedroht und wenn wir nicht die besten Waffen haben, dann wird die Freiheit untergehen. Und in dem Punkte konnte ich ihm eigentlich nie folgen. Es gibt andere Möglichkeiten, die Freiheit zu verteidigen, als mit Waffen, insbesondere die, die uns alle zerstören. Vielleicht lösen wir uns mal das vom Thema Atombombe. Ein winziger Prozentsatz der Atomwaffen wird ja gerade jetzt zum Abbau vorbereitet, wird demnächst verschrottet. Und das ist zumindest mal ein winziges Zeichen für Hoffnung. Sprechen wir davon der Energie und von der Wichtigkeit der Kernenergie. Sie haben gesagt, wenn wir eine Alternative anstreben, dann müssen wir zunächst einmal, so heißt es wörtlich bei Ihnen, schon jetzt Energie und Rohstoffe künstlich verteuern. Ich frage mich immer, wie können wir den Prozess in Gang setzen, dass all die Techniken entwickelt werden, die Rohstoffe schonen und insbesondere auch Energie schonen, wo wir also denselben Endeffekt haben mit geringerem Aufwand. Wir sehen das ja zum Beispiel an der Entwicklung jetzt von Dieselmotoren oder auch Benzinmotoren, wie wenn man genügend Forschung hereinsteckt, mit wesentlich weniger Kraftstoff eigentlich denselben Effekt hat. Wie kann man das erreichen, ohne immer vom Staat in jede Kleinigkeit einzugreifen, was ich ablehne? Und mir erscheint es außerordentlich wichtig, dass die Dinge, die verknappen in Zukunft, dass man die extrem verteuert, damit die Wirtschaft alle Anstrengungen macht, so wenig wie möglich davon zu verbrauchen. Aber ich bin nicht dafür, dass wir zum Beispiel den Energiepreis jetzt von heute auf morgen sprunghaft anheben. Nicht dadurch erschüttert, dass unsere Wirtschaft, die ist nicht vorbereitet, aber ich würde eigentlich dafür plädieren, dass wir heute anfangen zu sagen, wir werden den Energiepreis jedes Jahr um 5% heraussetzen und das die nächsten 10 Jahre. Jetzt könnt ihr euch darauf vorbereiten, macht eure Investitionen so, damit ihr mit eurer Produktion nicht in Schwierigkeiten kommt. Und dann werden all diese Kräfte in Gang gesetzt werden, die uns hier für eine bessere Ausbeute der Energie zur Verfügung stehen werden. Und noch ein Anruf. Es ist richtig, dass 2 Atombombenraketen reichen, die Bundesrepublik zu zerstören. Und zweite Frage, was ist der Unterschied zwischen Langstreckenraketen und Mittelstreckenraketen? Mir ist nicht ganz klar, dass man nur von der Abrüstung mit Mittelstrecken... SR1 Europawelle Saar, Fragen an den Autor. Heute Hans-Peter Dürr zu seinem Buch Das Netz des Physikers, naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wissenschaft ist schon lange zur Machenschaft geworden. Es geht nicht nur um reines Wissen, sondern auch um Machen und Handeln. Dadurch tragen Naturwissenschaftler eine große Verantwortung, am deutlichsten vielleicht bei Atomkraft oder Genforschung, aber auch viel unspektakulärer, zum Beispiel bei der Erforschung von Konservierungsstoffen oder Reinigungsmitteln. Welche Charaktereigenschaften sind da heute von einem Wissenschaftler zu fordern? Gibt es noch Interesse an reinem Wissen? Wozu brauchen wir Philosophen? Muss Wissenschaft nicht zunächst Probleme lösen, vor allem die, die sie selbst heraufbeschworen hat? Unser heutiger Gesprächspartner Hans-Peter Dürr wurde 1929 in Stuttgart geboren. Er studierte Physik in Stuttgart und ging dann nach seinem Diplom nach Berkeley in Kalifornien, wo er auch seinen Doktor machte. Hans-Peter Dürr war dann wissenschaftlicher Assistent in Berkeley, außerdem am Max-Planck-Institut für Physik in Göttingen und später in München bei Professor Werner Heisenberg. Nach seiner Habilitation war er Gastprofessor in Berkeley und in Indien, ging 1970 zum Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik nach München, wo er heute Direktor des Werner-Heisenberg-Instituts ist. 1987 wurde Professor Dürr mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Wir sprechen heute mit Hans-Peter Dürr zu seinem Buch »Das Netz des Physikers – Naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung«. Das Buch ist erschienen bei Hansa und kostet 48 Mark.
Mit Professor Dürr spricht jetzt Heinrich Kalbfuß. Ja, und ich füge den Fragen von Jürgen Albers noch einige hinzu, die aus der Einleitung Ihres Buches kommen, Herr Professor Dürr. Da schreiben Sie und fragen Sie, wird Wissenschaft nicht schon lange mehr von persönlichem Ehrgeiz, von Eitelkeit und Erfolgssucht geprägt und damit zu einem angepassten Glied in einer Wettbewerbsgesellschaft, in der das Überholen und Übertrumpfen des anderen zum wichtigsten Ziel geworden ist? Wer findet unter diesen Umständen noch Zeit, wirklich tief und gründlich das zu verstehen, was er tut? Und Sie fügen hinzu, ich war von meiner Wissenschaft fasziniert und absorbiert. Und doch wurde ich dann Stück um Stück ins politische Leben hineingezogen, obgleich ich es nicht suchte. Also mich überrascht eigentlich nicht, dass ein Physiker fast unversehens ins Philosophische und ins Politische gerät. Mich wundert, dass das nicht noch viel häufiger, entschiedener und auch lautstärker geschieht. Was meinen Sie? Das überrascht mich auch. Aber der Grund liegt wohl daran, dass man von einem Wissenschaftler in der Öffentlichkeit verlangt, dass er nur über Dinge spricht, von der er genaue Kenntnis hat. Die Probleme aber, die die Gesellschaft an uns heranträgt, sind nicht von dieser Art. Die Probleme sind viel komplizierter. Und da hat es ein Wissenschaftler deshalb einfach, sich aus der Affäre zu ziehen, dass er einfach sagt, darüber kann ich mit meinen speziellen Kenntnissen nicht sehr viel beitragen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir Wissenschaftler diese Schwelle überspringen müssen. Und nicht aus einem Gefühl der Überheblichkeit heraus, dass wir nun sagen, wir wissen in der Tat viel besser Bescheid als die anderen, hier Lösungen anzubieten, sondern mehr, dass wir ja als Wissenschaftler auch geschult sind, auf eine bestimmte Art und Weise Probleme anzugehen. Nicht, wir scheuen uns doch nicht, sehr schwierige Probleme anzugehen, und wir springen herein und haben nicht so große Angst, auch Fehler zu machen. Wir müssen nur sehr aufmerksam sein, dass wir, wenn wir etwas klarer sehen, dann auch unseren Kurs abändern. Und aus diesem Grunde finde ich, dass Naturwissenschaftler und Wissenschaftler im Allgemeinen sich in den öffentlichen Dialog der Problemlösung einmischen sollten. Und das haben Sie auch schon getan, und zwar schon vor mehr als 30 Jahren. Ich denke an das Jahr 1957, als 18 bekannte Atomforscher der Bundesrepublik in Göttingen mit einer Erklärung gegen die atomare Bewaffnung der Bundesrepublik aufgestanden sind, darunter Max Born, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker. Damals war ich noch nicht dabei, da war ich immer noch in Amerika, aber ich fand es doch auch eine interessante Tatsache, dass in Deutschland Wissenschaftler auf einmal auch sehen, dass sie gesellschaftspolitische Verantwortung tragen. Das war in der Tat